Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir erklären möchte, wie man unter Windows 11 einen Standardbrowser festlegen kann. Ja, wozu brauche ich das? Wenn ich hier Webseiten geöffnet habe, hier irgendwo draufklicke, also aus einer anderen App eine Webseite aufrufe, wird der sogenannte Standardbrowser geöffnet. Du kennst ja Browser wie Google Chrome, Firefox, dann der Edge von Microsoft. Und jetzt zeige ich dir, wie man den festlegen kann. Normalerweise wird ja bei Windows 11 der Edge-Browser verwendet. Ich drücke die Tastenkombination Windows-Taste und I. Dann geht das Einstellungsmenü auf und dann wähle ich mir hier Apps, wähle mir hier auf der rechten Seite Standard-Apps, suche mir hier dann die App aus, die ich dann als Standard-Browser verwenden möchte, wie zum Beispiel den Chrome, gehe dann herein und klicke hier als Standard festlegen. Und damit werden dann alle Webseiten wie HTML, mit dem Google Chrome geöffnet. Du könntest das natürlich genauso gut dann auch mit dem Firefox zum Beispiel machen oder auch dementsprechend dann hier Standard festlegen, könntest du es natürlich auch mit dem Microsoft Edge machen. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald im nächsten Video.